Ja, ein wunderschöner guten Morgen. Begrüße euch zu diesem Video, um dann diese Reihe der Dokumentation meine Infektion mit dem Coronavirus COVID-19 fertig zu dokumentieren. Hier drin in meinem Picture ist der genesene Nachweis drin, die Eintrittskarte für den Jurassic Park, ja. Und ich sage euch gleich, was ich davon halte. Ich selbst werde diese Eintrittskarte für den Jurassic Park nicht benutzen, weil es für mich kein Recht ist, ja, dass ich quasi, um irgendwo mir was zu kaufen oder irgendwo reinzukommen, ich irgendeinen Nachweis brauche, außer Geld. Ja? Und deswegen unterstütze ich das nicht. Und ich werde mein Leben so diszipliniert mit meiner Frau wie bisher, die neben mir sitzt. Wir fahren jetzt zusammen einkaufen, weiter fortsetzen. Und ich spreche mich ganz klar dafür aus, dass die Menschen frei wählen dürfen, ob sie sich schlumpfen lassen oder nicht. Jedenfalls ich und meine Familie, wir werden uns nicht freiwillig schlumpfen lassen. Das heißt, bei uns müsst ihr alle Register ziehen, um uns platt zu machen, unseren Wille zu brechen. Unseren Wille kann niemand brechen. Kann niemand brechen. Und selbst nur unter Androhung des Verlusts meines Lebens oder meiner Familie werde ich nachgeben. Weil ich dann nach den göttlichen und geistigen Gesetzen frei bin und meiner Seele dadurch nicht der neue Seelenzyklus genommen werden kann und auch nicht meine geistige Freiheit. Und diese Eintrittskarte für den Jurassic Park, die da drin ist, die nutze ich für mein Berufliches, um Entlastung zu bekommen und außerdem, weil es mein Arbeitgeber und auch meine Kunden von mir verlangen, und das ist auch in Ordnung, dem Kaiser, was dem Kaiser ist. Ich habe das schon mal gesagt, ich habe mit dem Bösen nichts gemeinsam. Ja? Und es hätte mit Sicherheit andere Lösungen gegeben, die wesentlich sozialer sind, als dieser Grundgedanke, ja, von diesen Menschen, die uns erst die Füße massiert haben und uns jetzt erwürgen, ja? Uns erpressen und berauben wollen. Ja? Das Böse will immer erpressen und berauben. Und unter Druck setzen. Jetzt ist es so, ganz einfach. Wie geht's mir? Was erstmal die Grundbotschaft ist. Das heißt, ich habe nach den 14 Tagen Quarantäne mir noch eine Auszeit genommen von 14 Tagen. Weil ich nochmal einfach Kraft schöpfen muss, um wieder auf den Damm zu kommen und auch um ärztlich zu überprüfen, ob ich Spätfolge daraus habe, Nachfolge daraus habe, weil für mich ist Covid-19 kein Spaß, keine Spaßveranstaltung. Ich weiß, dass ich viele Sachen lockerer nehme als andere Menschen, ein ganz anderer Ansatz habe. Das hat einfach damit zu tun, weil ich einfach eine andere Seele bin. Ja? Und um das nochmal zu sagen, meine Seele hat sich dazu entschlossen, an Covid-19 zu erkranken. Und ich habe diese Krankheit durchlebt mit 2 Magnesiumtabletten. Ja? Das hat aber damit zu tun, weil ich auch geistig auf einem anderen Niveau bin, weil ich mit meiner Seele verbunden bin und auch mir meine eigene Realität erschaffen kann, was meiner Seele entspricht. Diesen Satz werden die wenigsten Menschen verstehen, genauso wenig wie mein Kanal die wenigsten Menschen verstehen können oder werden. Ja, das ist einfach, dazu reicht der Verstand nicht aus, um meine Botschaften zu verinnerlichen, auch die Inhalte zu integrieren. Das können wenige Menschen und das macht auch nichts, weil letztendlich, das hat mich auch jemand gefragt telefonisch, letzte Woche, ob ich denn glaube, dass ich so ein Erwachter wäre, der dazu prädestiniert ist, die anderen Menschen ins Erwachen zu bringen. Also erstens mal, ich missioniere niemanden.
Zweitens ist es ja eure Wahl, ob ihr die Videos von mir anseht. Und drittens kann ich noch nicht übers Wasser gehen. Und übers Wasser gehen ist mit dem Geist über das Wasser gehen. Ich habe selbstverständlich als Erwachter, und ich bezeichne mich auch als Erwachter, das könnte übrigens in jedem jeder tun, jederzeit, weil wir alle am Erwachen sind. Die Frage ist nur, wie viele Leben braucht man dazu, um auf dieses Niveau, auf dem ich stehe, zu kommen. Und das ist nichts Elitäres und ich gebe damit auch nicht an. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Erwachen ist nichts Elitäres. Erwachen ist ein innerer Weg und erfordert Seelenreife. Und diesen Weg gehe ich, weil einfach meine Seele sich dazu entschlossen hat. Ja? Und was Erwachen ist, das versuche ich immer wieder in allen Videos, die ich mache, zu erklären. Das kann man nicht erklären. Das ist ganz einfach. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Ja? Und ich führe, soweit es mir möglich ist, ein heiliges Leben. Das heißt, ich bete morgens. Das ist mit eines der ersten Dinge, die ich tue, bevor ich in den Tag starte. Das ist ja noch nichts Besonderes, weil das tun viele Menschen. Ja? Und ich bin auch nichts Besonderes. Ich will auch nichts Besonderes sein. Nur habe ich eben in mir selber mein eigenes Potenzial entdeckt. Mein Seelenpotenzial, das ich entfalte. Und das kann man nicht erklären. Das kann man nicht erklären. Ich versuche das immer. Deswegen ist alles, was ich tue, sind Erklärungsversuche. Lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir mal zurück zum Irdischen. Ich selbst, ja, weiß, dass diese Erkrankung Covid-19 für viele Menschen ein extremes Risiko ist. Ja. Aber wie ich selbst mir und auch andere Menschen gezeigt habe durch meinen Heilweg, weil ein Gesicht, mein Seelengesicht, das ich trage, ist ja der Heiler. Der innere Heiler. Das ist ein Seelengesicht von mir und ich denke, ich habe allen gezeigt, dass durch Erwachen und Seelenbewusstsein und auch durch Bewusstsein über diese Krankheit viel erreicht werden kann. Dass ich jetzt keine großen, sagen wir mal, Nachwirkungen habe, außer dass ich mich körperlich und konditionell nicht mehr so fit fühle, was aber nichts macht, weil das kann ich aufarbeiten, ist es einfach, ja, es ist meine Seele, die sich dadurch ausgedrückt hat. Und mir war es eine Freude, diese Serie mit euch zu teilen. Ja? Und nochmal, für mich sind das hier, ja, dieser Ausweis, ja. Ich hätte eine Ausnahme gemacht, um in die Sauna zu gehen, weil ich bin ein Saunagänger. Ja? Ich bin jede Woche in die Sauna gegangen. Jede Woche in die Sauna gegangen, aber nicht auf Bank 1 unter, sondern immer ganz oben und mehrere Aufgüsse, was weiß ich, 5, 6, 7 Runden mit, ja, wie auch immer, das ist mein Ding, weil mir das Freude macht. Und darauf verzichte ich seit 2 Jahren. Und ich werde auch weiter verzichten, weil ich sehe das nicht ein, dass ich auch noch einen Test machen muss, dass ich in eine Sauna gehe. Weil ganz ehrlich, ihr Leute, das hat mit Freiheit nichts zu tun. Das sind einfach Privilegien, ja. Und diese Freiheit, dass ich irgendwo einkaufen gehen kann, in die Sauna gehen kann, wie auch immer, das ist mein göttlicher Anspruch in diesem Leben, ja. Und ihr werdet sehen, dass alles, was die da auffahren, zusammenfallen wird. Es wird zusammenfallen. Und es ist ihnen nicht erlaubt, ja, die Menschheit zu kneten, kaputt zu machen und die Menschen zu zerstören in ihrem Geist. Das können sie nicht. Das haben sie schon oft versucht, die letzten paar tausend Jahre, und sie werden daran jetzt im Erwachen scheitern. Und in Österreich ist jetzt ja die Impfpflicht verabschiedet, ja? Und dort beginnt jetzt das kollektive Erwachen. Das werden wir erleben, dass diese alte Ordnung komplett an die Wand fahren wird. In diesem Sinne, bleibt orientiert. Grundsätzlich ist jeder Mensch, das ist meine Einstellung, zum Guten und Wahren immer richtig. Das muss nicht meiner Meinung entsprechen, ich habe gar keine Meinung. Jeder
wird den Weg des Erwachens gehen. Die Frage ist nur, wie und wann. Und ich werde meinen Weg des Erwachens, der in mir ist und aus mir raus entsteht, weil ich der Schöpfer meiner Realität bin, weiter fortsetzen. Und falls ich dann doch vor diesem großen Tag X, der kommen wird, was auch immer Tag X ist, hatte ich ja was dazu gesagt, wenn ich vorher die Erde verlassen werde, verlassen darf, weil meine Seele das entschieden hat, werde ich definitiv ein Kind der neuen Zeit werden. Und das, was mir maximal passieren kann nach dem Tod, ist, dass ich zurück in den geistigen Raum gehe und von dort aus auf die neue Erde kommen werde. Als ein Kind der neuen Menschheit und ein Kind der neuen Erde. Und der Grund, warum ich lebe und warum ich das überhaupt alles auf mich nehme, der Grund, warum ich hier bin, sind meine geistigen Aufträge. Und die sind mir bekannt und die werde ich vom ersten bis zum letzten Tag durchführen. Und das hier ist kein Freizeitplanet, sondern die Erde ist ein Planet des Arbeitens. Und die größte Rebellion, die wir alle führen können, ist die Rebellion der Liebe, indem wir das Lebensspiel der Liebe erlernen. Und das ist wahrer Widerstand in dieser Zeit. Die Liebe zu leben, sich selbst zu lieben, sich anzunehmen, wie man ist. Und über Liebe zu sprechen, auch mit den Mitmenschen, liebevoll zu sein, ein Leuchtturm zu sein, unabhängig davon, was die eigene Wahrnehmung ist, sondern alles versuchen zu integrieren, jeden Mensch, jede Energie, die mir begegnet, zu integrieren. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, liebe Freunde. Bleibt orientiert, lasst euch nicht in die Knie zwingen, bleibt eure Entscheidungen treu. Ja, war der Boris, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.